Ja, 100 Wohnungen als Alleinerziehende gekauft und finanziell frei, passive Einkommen durch Immobilien. Ja, warum war das immer so? Auf einmal ist es nicht mehr so. Warum heißt es jetzt, droht der Crash Immobilien? Was ist meine Meinung dazu? Ja, dazu alles in diesem Video. Jo, also, was ist mir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass so durch die Medien geht. Hier, da muss ich extra nochmal ein Video zu machen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja. Es war so ein Trend, so ein Hype, ja, dass es immer hieß, ja, als Alleinerziehende wieder Wohnungen gekauft, das ist alles kein Problem, alles finanziert und passive Einnahmen, Überschüsse, ich bin finanziell frei durch Immobilien, ja, und nicht nur als Alleinerziehende, auch so, ne, nebenbei und kündige deinen angestellten Job, ne, ich habe selbst gekündigt, so nach dem Motto, ja, alles kein Problem, ich lebe jetzt von meinen Immobilien, guck mal, und wie du, wenn du wissen willst, wie du es machst, dann mach es so wie ich und lass dich am besten noch von mir coachen, ja, und genau die gleichen Leute, ja, da sieht man es oft, ja, dass das einmal nur noch so Warnzeichen kommen, ja, so Videos zum Beispiel nur noch so, ja, der Crash droht, Lastenausgleich hier und ja, Immobilien überhitzt, überteuert, der Markt wird zusammenbrechen, ich verkaufe jetzt alles, ne, und so weiter und so fort. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen, also das ist, Immobilien sind eine langfristige Sache, ne, und man muss es halt vernünftig angehen. Ne? Man muss die Sachen kalkulieren, man muss Rücklagen bilden. Ist auch nicht immer jede Hausfrau oder jeder Angestellte oder jede Alleinerziehende oder jeder Alleinerziehender immer dafür so geeignet. Ne? Ja, erst heißt es hier wieder 50 Wohnungen da. Ich war auch auf Stammtischen unterwegs. Ne? Das ist nicht nur bei YouTube oder so, sondern wenn du dich mit den Leuten triffst, die sind natürlich dann auch so drauf. Ja, bei Stammtischen oder so, ja, ich habe wieder gekauft, ich war beim Notar und alles super, alles gut. Ich meine, kann ja schön sein, kann ja gut laufen, aber man muss es halt vernünftig angehen. Ne? Und das machen halt einige nicht. Ich kenne jetzt schon welche, die haben Schiffbruch erlitten, ja, die haben dann auch reumütig wieder ihren angestellten Job zurückgenommen oder einen anderen. Das gibt's auch, ja. Oder halt viele, die auch sagen, ich habe es mir zu einfach vorgestellt und jetzt in Wirklichkeit ist es doch anstrengend, ne? Und gar nicht so einfach. Ne? So ist das nun mal. Ne? Deswegen, man muss sich immer damit beschäftigen, man sollte sich gut informieren und die Sachen vorher gut durchkalkulieren, so wie ich es auch im ersten Immobilienbuch propagiert habe und an einer Beispielrechnung aufgezeigt habe, dass dann auch ein Überschuss da sein sollte. Ja, und dann eben auch nicht überhastet vielleicht hier immer sagen, ja, ich gehe jetzt hier nur noch am Pool, ja, ich bin im Süden, ich bin ausgewandert, mach du das auch und oder es wäre doch schön, ne, guck mal, wie gut ich das kann. Ja, und ja, weiß ich nicht. Das finde ich, ist einfach zu einfach. Ne? Ja. Ja, also dieses Ganze, erst ist alles super, dann ist alles schlecht. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Börse. Ne? Jahr 2000, neuer Marktcrash habe ich miterlebt. Da ist alles nach oben gerauscht. Ja, jeder war auf einmal bald Millionär. Der Student, der sagte sich, Mensch, ich kenne einige. Ne? Ich mache das Studium gar nicht zu Ende. Ja, ich bin ja eh bald durch die Börse reich und dann ging es genauso schnell wieder runter. Ja, das erwarte ich bei Immobilien jetzt nicht, aber was ich damit sagen möchte ist, dass der Mensch irgendwie so ein Herdentier ist, sich mitreißen lässt, sowohl nach oben als auch nach unten. Ne? Und diese Extreme, es ist meistens nicht so gut. Ne? Und da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich habe ja immer auf diesem Kanal auch gewarnt und gesagt, vorsichtig, mit Bedacht. Ja, und das ist dann vielleicht auch dem einen oder anderen nicht marktschreierisch genug, ne, weil man will ja immer so hier zack und so, ne, aber manchmal ist so ein bisschen gesettelt bleiben doch auch sinnvoll, ja, und gut, ja, und das fällt mir halt auf, ne, eben, dass einige jetzt, ja, erst propagieren alles super, kaufen, kaufen, kaufen und jetzt auf einmal um Gottes Willen verkaufen, 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 ja, wer weiß, was alles kommt. Ja. Und langfristig gedacht bin ich von Immobilien auch überzeugt, aber der Gewinn liegt im Einkauf. Ja. Da muss man natürlich gucken. Und ja, dieses Ganze, was man eben auch nicht vergessen sollte, ist, dass Immobilien auch Arbeit machen, ne? Oder Aktien, wenn man sich damit beschäftigt. Man sollte auch ein gewisses Background-Wissen haben, ein bisschen Spaß bei der Sache und sich damit auch eben beschäftigen wollen und nicht ist nur kaufen, denken, alles passiv und easy und letzten Endes, ja, hat man eigentlich gar keinen Bock da drauf, ne? Das bringt dann auch nichts, ne?
nur weil man irgendwie mal ein Video gesehen hat oder es irgendwo gehört hat, wo es angeblich alles so super, super toll ist. Das ist es ja gar nicht. Ne? Ja. Und es ist ja meistens so, ne? Dass die Leute immer nur das zeigen, was toll ist, was gut läuft. Ja. Und ja, am Ende des Tages ist das nicht das Leben. Ne? Ja. Deswegen, also mich wundert jetzt nur, wie gesagt, dass man sieht, erst alles so, jetzt wieder alles so. Einen gewissen Mittelweg wählen ist immer gut. Ne? Extreme Leben, ja, ist so eine Sache. Ne? Wer hochfliegt, kann tief abstürzen. Ja, und das heißt natürlich nicht, dass man keine Ziele haben sollte, dass man nichts machen sollte, aber ja, ne? Manchmal eben auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ne? Genau. Jo. Also, das dazu, wie gesagt, schauen, dass man gut die Sachen durchkalkuliert. Meine Tipps sind Immobilien, jetzt zum Beispiel. Nicht auf den Markt gehen und sagen, ich kaufe jetzt irgendwas, nur damit ich was kaufe, sondern den Preis genau kalkulieren. In der Excel-Tabelle genau kalkulieren, was kriege ich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben. Bleibt was hängen? Habe ich einen Überschuss? Ich brauche einen Überschuss, ne? Weil wenn ich monatlich drauf zahle, meine ich, kann man es direkt vergessen. Es kommen so viele Unwägbarkeiten wie Mietausfälle, Sanierungen, Renovierungen, politische Unsicherheiten. Ja, die sollte man alle nicht außer Acht lassen. Dann natürlich sich damit auseinandersetzen, wie ist die Vermietungssituation. Kaufe ich irgendwo nur billig, kriege es aber nicht vermietet, weil es irgendwo in, vielleicht zum Beispiel in Ostdeutschland am letzten Ende ist, wo die Abwanderungsrate zu hoch ist. Was habe ich denn dann davon? Dann bringt mir das auch nichts, wenn ich billig einkaufe. Ja, wie sind die Rücklagen im Gebäude? Drohen vielleicht Sonderumlagen? Ja, solche Geschichten, alles mit einbeziehen. Ja, und dann letzten Endes auch schauen, will ich das Ganze? Möchte ich mich damit beschäftigen? Möchte ich mich langfristig auch als privater Vermieter, so wie ich es jetzt zum Beispiel auch bin, damit beschäftigen und mal mindestens 10 Jahre so ein Objekt im Bestand halten? Ja, solche Geschichten. Habe ich auch die Ressourcen, das neben meiner Arbeit, neben meinem beruflichen, privaten Umfeld alles zu managen? Ne? Solche Geschichten. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau. Und dann am Ende natürlich die Finanzierung auch abprüfen, abchecken. Habe ich noch Reserven? Kriege ich vielleicht irgendwo eine Finanzierung und pfeife ich dann aus dem letzten Loch, wenn mal die Miete ausfällt? Ist auch nichts. Ne? Also, und wenn man die ganzen Hausaufgaben gemacht hat, die ich jetzt mal ganz schnell so runtergebrochen habe, hier, dann kann man sich natürlich überlegen, steige ich ein, steige ich nicht ein. Ja? Und letzten Endes klar, die Preise sind jetzt extrem hoch. Da muss man genau aufpassen. Wie vor ein paar Jahren, da war es noch einfacher, was zu finden. Aber auch jetzt ist es nicht unmöglich. Und man muss halt genau schauen. Ne? Genau. Ja, würde mich freuen, wie deine Meinung dazu ist, wenn du es in den Kommentaren reinschreibst. Ansonsten freue ich mich über ein Abo, über einen Daumen hoch. Es motiviert mich für weitere Videos solcher Art, auch hier zum Beispiel im Süden. Ne? Und ja, dann schau ansonsten mal gerne in die Videobeschreibung. Dort sind auch noch weitere Informationen über mich, über meine Bücher, die es bei Amazon gibt. Und ansonsten besten Dank für die Aufmerksamkeit, beste Grüße und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.